Willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Blattgrün Armageddon. Wir stellen uns heute dem Champion der Pokémon Liga. Ich werde jetzt erst nochmal was trinken und hoffe, dass ich kein Lehrgeld zahlen muss. Die Taktik ist eigentlich so weit gelegt, dass ich einfach versuchen muss, den Chef am Leben zu erhalten und dieses blöde Despot da wegzukriegen, weil das ist definitiv das stärkste Pokémon, das mir im Moment Probleme machen kann. Ja, ja, gib Gummi, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ja, ich habe nämlich schon mal gegen ihn gekämpft und bin an Despotar gescheitert. Eigentlich schon das zweite Pokémon und meine Maus will wieder ins Bild. Nein, du kommst nicht ins Bild. Ein Brutalanda setzt da als erstes ein. Von dem habe ich am wenigsten Angst, muss ich ganz ehrlich euch gestehen. Weil in der Regel wird es fast geone-shottet, dann macht er Top-Genesung und ich greife natürlich dann zweimal an. Er macht erst noch sein. Der macht gleich als erstes Luftstoß. Ach, das hat übelst viel Schaden, dieses blöde Vieh. Das ist halt einfach das Traurige an dem blöden Ding. Sonst muss ich halt beim nächsten Mal mir überlegen, ob ich nicht einfach, ja. Überlebt er das? Jo, sollte er. Komm, überlebst. Überlebe, 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 überlebe. Nice. So, jetzt muss ich ihn auswechseln, weil Despot da kommt. Ich kann halt nur mit der Pin fast angreifen. Sonst muss ich dann halt Dings nehmen. Taubos nehmen und ihn wieder aufheilen, damit ich ihn mit Dings angreifen kann. Ja, Sandsturm kommt. Schwuppel die so. Durchbruch. Schwipp, schwapp, schwupp, pam. Bleibt halt bei einem HP. No, oh! Oh! Okay, das hatte der feine Herr vorher aber nicht so geplant. Ursaring, da habe ich keine Angst vor. Ursaring kann ich genauso angreifen wie vorher. Ein Sandsturm tobt. Aua, aua. Durchbruch. Genau, zacka, zacka, zack. Sollte eigentlich killen, ich hoffe es. Das wäre zu wünschen. Natürlich nicht. Und das Ding kann Luftstoß. Ist klar. Ist absolut verständlich, meine Freunde. Ja, klar, könnte so ein blödes Vieh Luftstoß erlernen. Völlig unrealistisch. Aber hey, wen interessiert das schon? Niemanden, genau. Vielleicht Leute aus Wursthausen, aber sonst. Boom. Ja, brauche ich gar nicht anzugreifen. Ich werde den Serpin wieder zurückholen. Aus Wursthausen, selbstverständlich. Tun wir schnell spulen. Er wird jetzt auch Top-Genesung einsetzen. Ich werde nochmal einen Top-Trank einsetzen, um ihn zu heilen. Voll zu heilen. Ja, er kann mich eh nicht richtig angreifen. Ich werde noch den anderen auf wieder voll machen. Den Chef. So. Sehr schön. Ja, mach du deinen blöden Luftstoß. So. Aber das Gute ist, der hat keine Überreste und der Sandsturm kann noch ein bisschen weitermachen. Putz! Und ich werde mal schauen, wie viel Erdbeben diesen blöden Bären reinhämmert. Erdbeben. Bumm, ist der normal? Sollte eigentlich kaum Schaden machen. Er kann nur Luftstoß einsetzen und das ist mir egal. Komm Sandsturm, mach noch ein bisschen weiter. Ursaring wurde vom Sandsturm getroffen. Aua. Erdbeben. Hatte es ihn eigentlich viel abgezogen vorher? Okay, Ursaring down. Sehr schön. So möchte ich das sehen. Ein Absol. Absol, Absol. Haben wir natürlich wieder den Chef am Start. Also nicht den Chef, sondern den Serpin-Chef, genau. Das ist ein bisschen blöd, wenn man sein Pokémon Chef genannt hat. Absol.
Ein Sandsturm tobt. Jo, das spulen wir schnell. Beide kriegen Aua. Durchbruch. Zack, zack, zack. Das Ding kann auch Luftstoß. Da bin ich mir definitiv sicher. Was anderes wäre ja auch sonst nicht nett. Ein Volltreffer, sehr schön. Jetzt kommt sein schönes Lita King. Da hat der Silo sich was aus... Na, hat er sich was ausgedacht? Eigentlich nicht. Er probiert jetzt erstmal mit dem netten Herrn Pinsir Schaden zu drücken. So viel wie es geht. Um ihm Hits zu machen. Und das Ding ist natürlich schneller als ich. Wie könnte es auch anders sein? Kann Steinhagel und macht böse Aua. Überleb, überleb, komm! Ach, blödes Vieh. Okay. Okay. Schauen wir mal, wie viel der Sinox hier machen kann. Sonst werde ich ihn halt einfach wiederbeleben. Und wie gesagt, ich werde ihn auch wiederbeleben. Genau, Sandsturm tobt. So. Ich brauche den Serpin. Ist halt einfach meine stärkste Alternative gegen das blöde Lita King. SV Lens. Genau, und er hat mich ohne überhaupt mit der... Und es kann ja Leute Feuer, das wissen wir ja schon. Das haben wir gelernt. Kann er von mir aus Steinhagel machen, bis er schwarz wird. So. Und seht ihr mal, wie viel Schaden der Dings schon reingehämmert hat, der Sandsturm. Und ich kann ja vom Sandsturm nicht getroffen werden. Deswegen machen wir weiter mit Erdbeben. Ja, du Faulenz, das ist mir egal. Viel Spaß dabei. Ich werde ihm jetzt nicht allzu viel Schaden machen. Genau, eigentlich gar keinen fast. Aua. Ich werde mal probieren, mit Eisenschweif noch was zu regeln. Macht mir eh kaum Schaden. Hoffentlich flincht er nicht. Fupp. Ui. Ja, okay, ich darf nochmal von vorne anfangen, denn er wird ihn definitiv hochheilen. Putz, der Sandsturm hat ihn getroffen. Aua. Genau, das spulen wir dann. LOL! Okay. Jo. Er ruft zurück, dann rufe ich auch zurück, denn ich habe einen speziellen Spezialisten für das Lammturn. Putz, hier bin ich. Oh, hat nichts genützt, ne? Kannst ja noch Hitzekolle einsetzen. Sehr schön. Kriegt da nochmal Schaden vom Sandsturm, von deinem blöden Despos da. Ist blöd, hä? Wenn man sich mit seiner eigenen Attacke ins Abseits manövriert. Aber mich würde es nicht verwundern, wenn sein Landturm irgendwelche Attacken noch könnte, die... Wenn er so Sachen wie Megasauger oder so erlernt hätte, dann hätte ich mich wirklich in der Ecke gesetzt und geweint, aber es sieht nicht danach aus, dass sein Latorn über Nacht Pflanzenattacken gelernt hat. Sehr schön. Sein Lita King kommt nochmal. Das kann der Sinox. Sinox ist der Chef der Stunde, der keine Angst haben muss von dem dicken Fettsack. Sinox! Deine fette Verteidigung wird dir das Leben retten. Und mir. Ein Sandsturm tobt. Oh, juhu, juhu. Sehr schön. Sandsturm getroffen. Aua. So. Und Eisenschweif. Okay. Ich nehme alles zurück. Sorry, Sinox. Mein Fehler. Ich habe vergessen, dass das Vieh Erdbeben erlernen kann. Aber er faulenzt die nächste Runde. Das heißt für mich Sieg. Zeichen stehen auf Sieg. Vierfach Schwäche gegen Kampf. Das sollte sein Übriges tun. Lita King wird vom Sandsturm getroffen. Aua. Pinsir wird vom getroffen. Aua. Außer er heilt jetzt nochmal hoch, aber... Au, oh, tut mir leid. Zacka, zacka, zack. Komm. Ja! Wir haben es geschafft. Juhu! Uiuiui. Der Champ wurde besiegt durch Silo, den Held vom Erdbeerfeld. Nein, das kann nicht wahr sein. Meine besten Pokémon sind geschlagen. Mein Siegeszug ist schon vorbei. Nach all der Anstrengung, Liga-Champion zu werden, das ist nicht fair. Klar, es ist fair. Ich habe gewonnen. Das ist immer fair.
Wieso? Wieso habe ich verloren? Ich habe meine Pokémon doch sehr sorgfältig aufgezogen. Verdammt! Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Ich gönn dir das nicht. Silu. Oh, muss ich wieder Gobisches mit der Stimme hinbekommen. Du hast also gewonnen. Glückwunsch. Du bist der neue Champion der Pokémon-Liga. Ne, es war nicht, die war nicht stimmt. Du hast viel dazugelernt, seit du dich mit Glumanda auf dem... Hab kein Glumanda, mir gemacht. Silu, du bist schon viel erfahrener. Kopf, du hast mich sehr enttäuscht. Also ich hörte, du hättest die Top 4 besiegt, kam ich hierher. Da weiß ich einmal, warst du der Verlierer. Kopf, weißt du, warum du verloren hast? Du hast deinem Pokémon nicht genug Liebe und Vertrauen entgegengebracht. So wirst du niemals Sieger werden. Silu, du hast begriffen, dass dein Sieg nicht allein dein Verdienst war. Die Beziehung zu deinem Pokémon ist vorbildlich. Silu, folge mir. Aha, du bist von deinem eigenen Opa fertig gemacht. Okay, wir haben es geschafft, liebe Leute. Herzlichen Glückwunsch, Silu. Das hier ist die Pokémon-Ruhmeshalle. Alle Champions der Pokémon-Liga werden hier für ihre Heldentaten ausgezeichnet. Zusätzlich werden hier all ihre Pokémon geehrt. Silu, du hast hart gekämpft und die Herausforderungen der Pokémon-Liga bestanden. Silu, du wirst gemeinsam mit deinen Pokémon in der Ruhmeshalle verewigt. Ach, ist das geil. Wir haben es geschafft, liebe Freunde. Den schwersten Hack durchgezockt, den es gibt. Ach, ein geiles Gefühl ist das. Und wollen wir uns nochmal das glorreiche Team anschauen, das wir haben. Natürlich den Chef. Wer könnte ihn vergessen? Bardo, das alte Stück Zement. Zinux, der alte Stecher. Sir Pin, der harte Hacker. Taubos, der unauffällige. Und Lebumentas, der mit vielen Augen. Jo, das war doch mal ein geiles Team und hat echt Spaß gemacht. Eieiei, geil. Jo. Wir haben 105. Wie viel? 100 Stunden? Minuten? Ich weiß es nicht. Okay. Ich Champ der Pokémon-Liga. Buhuhu, er geht weinen. Wird er von seinem Opa verkloppt. Was macht er denn so diese Siegespose? So, yeah. Ne, dreht sich nochmal um und rennt weg. Ach, meine lieben Freunde, das war Pokémon Blattgrün Armageddon, der wohl schwerste Hack, den ich bis jetzt durchgezockt habe. Ich möchte mich bei euch bedanken, doch der größte Dank von mir gilt True Evilness für diesen wirklich genialen Hack. Er macht wirklich viel Spaß, macht viel Spaß ihn durchzuzocken und er bringt wirklich jeden Pokémon Liebhaber oder Leute, die gerne die Spiele gezockt haben, an ihre Grenzen. Also ich musste sehr oft Lehrgeld zahlen, für das ich von mir behaupte, kein schlechter Pokémon-Spieler zu sein. Jedenfalls, True Evilness, super gemacht. Falls es von dir irgend noch einen Hack gibt, der vor der dritten, der nicht über die dritte Generation hinausgeht, würde ich mir den sofort holen und let's playen. Also wirklich, das ist wirklich noch ein Spiel, dass einem so in die Eier tritt, wo man dann offscreen zwischendurch weinen geht, weil man sich einfach fragt, warum, was hat die Welt True Evilness nur angetan. Ich kann euch diesen Hack wirklich ans Herz legen, aber wirklich Leuten, die Pokémon gezockt haben und sich sagen, oh, nach dem tausendsten Mal durchspielen ist das ein bisschen zu einfach mit den ganzen Sachen und ja, ich kann euch den wirklich ans Herz legen. Zockt ihn, er wird euch in die Eier treten. Ihr werdet vielleicht auch ein paar Mal offscreen weinen gehen, weil er an vielen Stellen echt fies ist. Deswegen, super Hack. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir zuzuschauen. Und dann ist es ja auch schon Zeit. Ich werde euch jetzt nicht alle Sachen hier zeigen. Jedenfalls bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wünsche euch allen viel Spaß noch mit den verbleibenden Videos. Nach Pokémon Blattgrün Armageddon wird bei mir Bioshock folgen. Das werde ich dann die Tage mal aufnehmen. Den ersten Teil, wer schon etwas länger dabei ist bei mir, weiß, ich habe das schon mal gespielt und dann ist mein PC abgekackt und dann war Essig mit Bioshock. Jetzt werde ich es mir über Steam holen, weil wenn der PC irgendwie kaputt gehen sollte oder irgendwas passieren sollte, haben wir die Save States auf Steam gespeichert und aus dem Grund kann nichts passieren. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns auf dem Weg nach Rapture wieder. Und bis dahin sage ich, Peace, ich bin draußen. Auf Wiedersehen.